Hallo, heute haben wir einiges zu erledigen. Erstens gibt es einmal die spannende Auflösung zum Gewinnspiel. Und dann möchte ich euch nur zeigen, wo man kurzfristig Weihnachtsgeschenke oder Wichtelgeschenke braucht, dass man mit dicker Wolle und nur glatt und verkehrt gestrickt sehr viele verschiedene Modelle und Variationen machen kann. Aber nun zum Gewinnspiel. Die Frage war, 1, 2 oder 3, backe ich am liebsten, esse ich am liebsten Kekse oder handarbeite ich am liebsten? Die Mehrheit von euch hat natürlich auf die Nummer 3, auf das Handarbeiten getippt und da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aber so köstlich gebackene Kekse kann ich auch nicht widerstehen. Das Schönste für mich ist es, Kekse zu essen und nebenbei zu handarbeiten. Also deshalb gibt es zwei Lösungen, die Nummer 2 und 3. Und ganz wenige von euch haben auch diesen Tipp abgegeben. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, deshalb gibt es zwei Gutscheine für dich, liebe Viola und Sabine. Vielen Dank, ihr wart mit Nummer 2 und 3 top richtig. So, aber jetzt genug vom Kekseessen. Wir starten mit dem Handarbeitsprojekt. Heute möchte ich einfach zeigen, dass man mit dicken Wollen und wirklich nur glatt und verkehrt gestrickt sehr viele verschiedene Variationen machen kann. Auch Projekte für Anfänger sind natürlich da heute dabei. Also, somit ran an die dicken Strick- und Häkelnadel und wir starten gleich. Wie gesagt, mit glatt und verkehrt kann man wirklich viele Besonderheiten zaubern. Und ich merke es im Geschäft immer wieder, die Leute wünschen sich einfach viel mehr Selbstgemachtes und da kann man wirklich Freude schenken. Egal, ob das handgestrickte Socken sind oder eben ein bisschen die schnellere Variante, Hauben, Stirnband und Schal. Natürlich, der Jakob bekommt vom Christkindl wahrscheinlich einen neuen Skianzug und da braucht man eine neue Haube dazu. Da habe ich jetzt wirklich nur glatt und verkehrt gestrickt. Ihr seht eine Rippe, zwei glatt, zwei verkehrt. Und das ist wirklich für die Kinder eine Top-Passform, weil natürlich die Tragequalität oder der Tragekomfort sehr, sehr groß ist, weil die Haube mitwächst. Und dazu passend einen Schal, nur glatt gestrickt, damit er sich nicht einringelt, also vorne und hinten glatt gestrickt. Ja, ein Highlight von mir ist heute sicherlich diese Haube, die es für mich dieses Mal gibt, die Neonfarben und einfach ganz eine dicke Wolle. Und da habe ich auch wieder die Rippe, eins glatt, eins verkehrt, dass wirklich die Haube gut passt. Und dann seht ihr dieses diagonale Muster. Und das verläuft einfach so. Ihr strickt rund oder mit dem Nadelspiel. Und wir haben 5 glatte Maschen, eine verkehrte. 5 glatte, eine verkehrte. Das immer in Wechsel. Und dann versetzt ihr das Muster einfach um eine Masche. Das heißt, die 5 glatten, eine verkehrte, um eine Masche versetzen. Und das durchgehend. Und beim Abnehmen habe ich natürlich nur glatt gestrickt, weil das mit dem Muster nicht dazu passt. Ja, ihr kennt es mir, bei mir muss immer alles zusammenpassen. Mit dieser dicken Wolle, also das ist wirklich mit Häkelnadel 9 gehäkelt. Das sind nur doppelte Stäbchen, also Zweifachstäbchen. Und dieses flauschige Tuch schaut ja sensationell lässig aus. Zu einem dicken Wintermantel einfach diese Neonfarben. Zum Schluss noch dazu das Stirnband, wenn es einmal nicht so kalt ist. Und das möchte ich euch dann im Detail zeigen. Da habe ich auch wieder nur glatt gestrickt und habe aber immer einen Umschlag dazu gemacht, damit es wirklich ganz ein weiches Stirnband wird. Und einfach diese grobe Strickqualität schaut sensationell aus. Gut, dann starten wir mit dem Stirnband, weil ich glaube, alles andere ist ziemlich klar. Ich habe da jetzt wirklich nur 9 Maschen angeschlagen. Also ihr seht, dass das wirklich eine schnelle Geschichte ist, weil ich nur so wenig Maschen brauche. Ich zeige es euch jetzt einfach mit 5 Maschen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch wirklich für Anfänger, das ist wirklich so eine Abendbeschäftigung. Nach dem Anschlag von 9 Maschen, Randmasche immer abheben und dann mache ich einen Umschlag, glatt stricken, einen Umschlag, glatt stricken, einen Umschlag glatt stricken, einen Umschlag glatt stricken. Und in der zweiten Reihe wieder Randmasche abheben
und den Umschlag lasse ich dann einfach runterfallen, glatt stricken. Runterfallen, glatt stricken, runterfallen, glatt stricken, runterfallen, glatt stricken. Und diese zwei Reihen einfach im Wechsel machen. Randmaschema abheben, Umschlag, glatt stricken, Umschlag, glatt stricken. Und so geht es weiter, bis ihr die passende Größe erreicht habt und dann abketteln und das Stirnband zusammennähen. Also ihr seht, das ist wirklich lustig und es ist wirklich so eine Abendbeschäftigung. Und zum Dreieckstuch, wie ich euch erwähnt habe, das ist alles mit Zweifachstäbchen. Deshalb habe ich wirklich diese grobe Struktur. Und auf der Seite habe ich dann einfach immer die Maschen zugenommen, sprich 2, 3 Maschen herausgestrickt. Natürlich habt ihr wieder alle Details im Zusatztext, die Größen, den Anschlag und ich habe euch natürlich wieder eine große Farbauswahl dazu getan. Aber wenn ihr sagt, okay, ich will andere Qualität, ich will andere Form, meldet euch jederzeit bei mir, dann stelle ich euch wieder individuell was zusammen. Ja, und der Geschenketipp heute für mich, weil ich glaube, das Regionale wird da immer wichtiger. Ich bin ganz stolz, dass ich jetzt auch Ohrringe aus Holz bei mir habe. Die werden im Lungau in Ramingstein angefertigt. Wie gesagt, sind super leicht zu tragen in verschiedenen Holzqualitäten. Lieber Tom und Andrea, ich freue mich schon mal, wenn ich euch über die Schulter schauen darf, wie das gemacht wird, weil das ist natürlich ganz besondere Handarbeit. Ich höre, die erste Bestellung, glaube ich, kommt schon wieder rein. Das Telefon läutet. Wie gesagt, die Perlenohrringe habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Die sind wirklich auch in Damsweg gemacht. Das ist wirklich ganz, ganz viel Handarbeit. Ist wirklich eine besondere Idee auch für Weihnachten. Und die Metall- und Hornohrringe sind ja eh schon bekannt. Also dann, schöne Strickzeit, schönes Keksessen und bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße, Viola und Sabine. Ich melde mich mit dem Gutschein bei euch. So, und jetzt ab in die schöne Adventszeit.